Abschlussportfolio dokumentiert eine mehrjährige Lernbiografie. Die Bochumer Schüler Aljoscha, Elisabeth, Michael und Julian blicken am Ende ihrer Schulzeit auf das Erreichte zurück. Ach, hier ist das mit der Nachhilfe. Hier habe ich mich seit der 10. Klasse mit Schülern getroffen und denen Nachhilfe im Englisch gegeben. Und damit habe ich mich auch für ein freiwilliges soziales Jahr in Malaysia beworben und wurde dort dann für Juli nächsten Jahres angenommen und darf dort als Englischlehrer ein Jahr arbeiten. Und dazu hat mir dieses Nachhilfeportfolio und meine Kompetenz und Sozialgutachten weitergeholfen. Hier ist mein Gutachten zu meinem Chorprojekt, wo ich mitgewirkt habe seit der 6. Klasse. Ich bin ein Gründungsmitglied. Wir haben den Chor gegründet und das Besondere an dem Chor ist, dass er freiwillig ist, dass wir uns jede Woche zum Proben getroffen haben und auch Konzerte gegeben haben. Und dann später, als wir ein bisschen erfahrener waren, könnte man so sagen, auch ins Ausland damit gefahren sind und richtig Tourneen gemacht haben, zum Beispiel in England und in Frankreich. Gelernt habe ich, mich über längere Zeit auch zu konzentrieren bei so Sachen wie Chor-Wochenenden oder so. Und eben habe eben auch sehr viel Stimmbildung mitgekriegt. Das ist mein Gutachten zur Jahresarbeit. Da habe ich mich mit dem Stirling-Motor beschäftigt. Das ist mir sehr gut gelungen, weil ich da meine Kenntnisse, die ich bei der Lokomotive gesammelt habe, auch da noch weiter einsetzen konnte, was das Handwerkliche betrifft. Also wo das genaue Arbeiten am Stirling-Motor sehr wichtig war, war hier vorne bei den beiden Pleuels. Dabei war es sehr wichtig, dass die sehr genau gearbeitet werden, weil wenn die nicht genau genug gearbeitet sind, dann entsteht hier Reibung, welche die Energieeffizienz sehr einschränkt. Und deshalb war es sehr wichtig, sehr konzentriert zu arbeiten. Das ist so die Arbeit im Moment, die mich in meinem technischen Wissen am weitesten vorangetrieben hat. Und jetzt will ich später auch noch Maschinenbau studieren. Ja, und hier habe ich dann jetzt mein persönliches Portfolio. Da geht es um meinen Sport, Inline Skate-Hockey. Da bin ich seit 2002 dabei und spiele immer noch aktiv bis heute. Persönliches Portfolio habe ich eben geschrieben, weil ich mich mit Sport generell irgendwie in meinem Leben sehr, sehr viel auseinandersetze und regelmäßig Sport betreibe. Und ich glaube, es ist auch irgendwie eine Kompetenz, wenn man diese Beharrlichkeit, irgendwie Sachen zu trainieren oder sowas, auch dann in schriftlicher Form festhält und eventuell auch bei Bewerbung oder ähnlichen Anlässen eben vorlegen kann. Dann seit 2007 bin ich eben Kapitän der Bochumer Juniorenmannschaft, bin jetzt auch wieder im Herrenbereich geworden. Und das Amt des Kapitäns bringt eben viel Verantwortung mit sich, eben weil alles, was auf dem Feld mit dem Schiedsrichter besprochen wird, muss eben vom Kapitän ausgehen. Und von daher trage ich eben, was im Spiel passiert, eben die Verantwortung.